Das ist unser zweites Jahr im professionellen Driftsport. Das Team ist gewachsen, wir haben uns verbessert und neue Challenges warten auf uns. Noch The Perfect Angle ist Beyond the Dream unser neuestes Filmprojekt. Sind ihr dabei? Let's rock it! Amazing battle. Last corner, I saw him on my door. It was just like thumbs up out of the window because I was so stoked. It was absolutely stoked, and the way you saved it off the wall, it's just epic. It was fun. He was driving amazing, and I cannot believe this man is so new to drifting. I really believe that he's going to go far. He has a great team, great personality, and honor to drive with him. Abu Dhabi Airport. Tja, gleich sind wir wieder dort. Final Round. Super? Ja. Wow, do you have more of this or you just have one?
So top 8 out, even better than we expect, but yeah, for sure not happy, but come back stronger. So weit im Ausland fahren hat nicht nur immer Sonnenseite. Eine Schattenseite davon ist zum Beispiel auch, dass man nicht immer alle Ersatzteile dabei hat oder auch das Fahrzeug muss auf unkonventionelle Arten flicken. So wie zum Beispiel mit dem Chevy Silverado den Crashbar rausziehen oder dass andere Teams aushelfen bei Ölleitungen flicken und so weiter. Dank riesen Teamleistungen und auch Gegner, die uns geholfen haben, sind wir jedes Mal wieder an Start gekommen und haben jedes Mal wieder eine Competition aufnehmen und rocken. Good job! Yeah! Scheiße. Ich bin abgefahren, es ist zwei rein, da hat es geklebt, gegangen los. Ja, nachher ist Yves sein zweiter Battle gegangen. Eigentlich alles vorbereitet, alles kontrolliert, passt. Yves ist rausgefahren, Richtung Vorstart, Öl am Boden. Marc und ich sind vorher gesäckelt. Yves, abstellen, mit Motoröl. Wir haben nachher relativ schnell Hilfe bekommen, wirklich krass, faszinierend. Wie Teams, wie Gegner einfach können wir helfen, weil sie wollen, dass das Battle stattfindet. Nachher Wagen haben wir drunter geschaut, was ist das Problem. Wir haben noch ein Loch von den Leitungen, Ölkühler. Zum Motor, also relativ wichtige Leitung gefahren, wäre unmöglich gewesen. Wir haben die neue Leitung angefertigt, den Boden aus. Natürlich unter Zeitdruck. 10 Minuten Zeit, um das Ganze zu fixen, dass man wieder battlen kann. Neue Leitung gemacht, eingebaut. Es hat gelangt auf die letzten Minuten. Auf dem Vorstart, es funktioniert. Ja, bereit fürs Battle. Doman, ein riesen Highlight für unser Team, für mich als Fahrer. Mit einem 5. Platz am Ende der Rangliste können wir mega zufrieden sein, gegen Stars wie James Dean, Peter Winzek und Mad Mike zu fahren, zu duellieren, im einen oder anderen Qualifying sogar so einen riesen Namen hinter sich zu lassen, Battles zu fahren, wo es wirklich Herd auf Herd zu und her gegangen ist, also Tür an Tür, Door to Door unterwegs gewesen sind. Ja, Oman, 5. Platz, ein riesen Highlight für uns. Am Ende haben wir dann leider noch ein anderes Check auf unserer To-Do-List müssen machen. Wir müssen Airfreight machen, das heisst das Fahrzeug vorbereiten für die Luftfracht, weil wir es wirklich dringend in der Schweiz gebraucht haben, um parat zu machen für die Europasaison. Nach dem Crash haben wir doch das eine oder andere müssen machen. Und so haben wir das dann entschieden und verflogen. Everything, I look like Nico forgot everything. Yeah man, everything. So we are in Toko, Hungary, for the first round for us. Yep. Griff Kings, woo! And yeah, unfortunately Kevin is not here, so we will take care of us with the GoPro. So enjoy us, maybe enjoy yourself by watching the video. So yeah, let's try our best.
So for this year we have a new tire sponsor, Nexen Tires. So a huge thanks to Nexen Tires Switzerland for this amazing support. And now I have to show you something real special on the tire. This tire is the original Formula Drift tire, which for example Frederik Aspo is using in FT. That means it's the real FT compound, and yeah, I'm really, really excited to test these babies today. What an amazing test evening here in Castelletto. We learned a lot about the tire, about the new Nexen tires, and it's definitely amazing. It worked very well, and now we're prepared for Modena next round, Drift Kings, and again in Italy. So pizza, prosciutto, Lamborghini, Ferrari, Fiat, Punto, Diablo, Musialago, und auch alles italienisch, Spaghetti. Ja, der Wolf passt in der Schule. Wir sind immer wieder gefragt worden, habt ihr auch Merch, habt ihr Shirts, habt ihr Pullis zum Verkaufen? Was hat uns dazu motiviert und animiert, Drift Force zu gründen? Drift Force, das ist unsere Crew, unser Team, wo ihr jetzt da den geilen Merch seht, den ihr euch geben könnt. Darum feiert den Shit und Drift Force for life. Terzo classificato, third position, from Swiss. Yves Meyer! Congratulations, Yves! Wie ein Mensch ich mich für das aufgeregt habe, und endlich, heute sind wir on fire gewesen. Today we were on fire and now let's go for the season. La Chapelle-Dubart, ein Rennen, wo wir uns eigentlich darauf gefreut haben. Wir sind ja doch schon das ein oder andere Mal auch am Berg Showdriften. Ich bin ein paar Wochen vorher dort hingefahren, habe mir die Strecke angeschaut. Ich bin ehrlich, ich hatte ein mulmiges Gefühl. Bergab, links Betonwand, rechts Felswand. Am Schluss eine lange Linkskurve, vorher eine komische Gerade, wo man nicht recht weiss, was machen. Ein ungesicherter Sport links, ein Graben rechts, einfach wirklich eine unsichere Strecke. Gott sei Dank ist im Marco nichts passiert und im Nicolas Delorme bei ihrem Crash, weil das hätte wirklich ins Auge gehen können. Und somit war für uns ein Grund gewesen, nach dem ersten Trainingslauf abzubrechen und zu sagen, das ist es nicht wert, das kann es nicht sein. Und darum sind wir heimgefahren und haben die Runde nicht gefahren.
Ein bisschen zum Glück dann daheim angekommen beim Service bei HealthTech hat man entdeckt, dass unser Auto einen schleichenden Motorschaden hat. Das heisst an verschiedenen kleinen Stellen Abträgige, Sachen, die kaputt sind in unserem Motor. Eigentlich gerade noch zum richtigen Moment entdeckt. Der Flavio und der Guido von HealthTech, ihr Team, haben alles gegeben, innerhalb von wenigen Tagen den Motor wieder flott gemacht. Weil wir schon wieder Show-Events gehabt, zum Beispiel das Bergener Reitner, wo dann eigentlich der Test-Event war vor Melk. Ja, einfach unglaublich, was sie gemacht haben. Und wir sind wieder am Start gestanden und wir haben es wieder gerockt. Hey, it's first time Nicola helps. Is it true? It's true. Because normally I have to fly back straight away. Did you really work something? But after this summer break, really happy to be back in the car, to be back at this track, because I really like this track. It's a fast one, so it means it's a good track for our car. Layout is a bit difficult, but let's see. Let's give him a try. Turn good. What happened? You have to leave after a frustrating top 16 chase run. Really frustrated, pole position, and then next race should be Greece. And now you drive all the way home through the night? 13 hours driving home. Alone? Alone. Alone. CRS, einfach ein Highlight. Jedes Jahr wieder geil und das Jahr definitiv ein Traum für jeden Fahrer, jeden Drifter. City Parade, das heisst in die Stadt rein mit unseren Driftcars. Die Leute sind abgegangen, haben richtig Freude gehabt. Wir können rumtoben und unseren Sport präsentieren. Und das ist schlussendlich auch das, was pusht und was Freude macht. Und wenn man nachher noch pumpt auf die Strecke reiten, dann ist das geil. It feels good to be back at Ceres. I really like this track. It's a fast one and it's a really nice track because all the Greek peoples are really nice and also the food for sure. So at the end it is the last round, but we could end up on third place if we beat Massimo Cecin, or he is going out one round before us in the battle. So let's go for the fight.
to Yves Meyer. Zweiter Platz im Quali, noch Top-Qualifier in Oschersleben. Auf dem zweiten Platz in Ceres, natürlich mega, mega geil. Aber dann, es geht um ein Championship. Du kommst am nächsten Morgen in die Box und dein Auto verliert Öl. Die Lenkung ist kaputt, das Lenkungsteil ist abgebrochen. Und du darfst ohne Servolenkung in die Battles rein, die deine Meisterschaft entscheidet. Das schießt einfach richtig an. This was our second season in Drift Kings International Series. For sure, it was a hard season. We had one completely engine damage. We had a round we had to skip because we could not drive in La Chapelle. And yeah, there we lost some points. Ended up on fourth place in the championship. It's still three places better than last year. We learned a lot about this baby. So that means, next race is FIA Motorsport Games in Rome, Vallelunga. And then we go to Japan with our Toyota GD86 and go for the title of the FIA IDC Cup. So welcome to our latest vlog here in Europe about the FIA Motorsport Games. We're competing in drifting, so it's a real honor to represent the Autosport Switzerland here at the FIA Motorsport Games. We're driving in three disciplines, so we have Lukas Oechter in the Digital Cup, which means sim racing. We have Patrick Niedrauser and Christoph Lenz in GT Cup, they're driving the Lamborghini Huracan. And me in drifting, so a real honor to be here, and let's say this is excited, and let's go for it. Good morning, guys. So day two here at the FIA Motorsport Games in Vallelunga. Had a hard qualifying, only eighth position, but we're happy to score because the conditions were definitely not easy. Now we start to plan today. We'll be right back.
ein Auf und Ab, wechselnde Verhältnisse. Am Nachmittag ist mega aufblühen mit Smoke und Wuhu. Und am Schluss dann wirklich Regen. Die Competition hat im Vollregen stattgefunden. Man sieht es auch mega langsam am Fahren und Lenkung wieder kaputt. Zum zweiten Mal das Jahr. Und somit wieder ein verfrühtes Aus und Enttäuschung pur an den Motorsport Games. Are you happy to change the car now for the next round? Yes. You switch now? Don't tell it to the M2. Because it's my little baby. I call her the puppy. Too many issues at the moment, so I'm happy to drive the GD86 again. My first races I did in the GD86 in 2017. Nürburgring Drift Cup. Another crazy story. Dank Toyota Schweiz haben wir das Revival erlebt von unserem GT86. Das Auto hat man ein bisschen verbessern. Es ist nicht mehr ganz das aktuellste Modell gewesen. Es hat auch zum Teil ein bisschen Sicherheitsstandard gehabt, den wir nicht updaten. Die Hälfte hat das gemacht. Wirklich mega kompetent, wie immer. Fast alles self-made und ans Limit gepusht. Und somit sind wir ready für Japan. FIA Intercontinental Drifting Cup. Das mal in Tsukuba. Es gibt eine andere Strecke als in Tokio, aber ready. Arrived in beautiful Japan. Ibisu! Letzten Sommer bin ich zum ersten Mal in einem Driftauto gehockt. Und jetzt stehe ich schon hier in Ebisu. Zusammen mit Yves haben wir den ganzen Tag shredden, die ganzen Bergstraßen und meinen Namen gefahren. Das war mega. Ja, der Spirit ist einfach um in Japan. Zum ersten Mal hier. Und ich kann es kaum erwarten, noch mal hierher zu kommen. Ibisu, Hometown of Drifts, Drift Mecca. Ich glaube, besser kann man es nicht beschreiben. Danke By Now Japan für die affen geilen Missiles, die wir haben dürfen durchflexen auf dem Track. Ja, mega Spass gemacht. Wir waren sogar noch in Nikko auf einer kleineren Strecke. Full Sand, 3-4 Tage lang.
Unglaublich, dass es so Orte gibt auf der Welt, aber es hat wirklich mega, mega Spass gemacht. Und ja, Tsukuba hat auf uns gewartet. Tsukuba eine neue Strecke, nicht wie in Tokio das Jahr vorher, sondern eher schnell, nicht so eng, nicht so technisch. Ja, Toyota ist ready, gell? Es ist eine schnelle Strecke, es ist nicht so eine technische, sondern eher eine langgezogene Strecke. Und das hat man auch schnell mal gemerkt, dass der Toyota mit der Leistung zu kämpfen hat. Wir haben verschiedene Setups ausprobiert, das heisst, wir haben Spur und Sturz verändert, wir haben den Heckspoiler demontiert. Es hat dann einfach auch Runde um Runde gebraucht und nochmal eine Runde und nochmal eine Runde und nochmal ein Set Pneu. Dass wir einigermaßen zurechtgekommen sind, ehrlich gesagt sind wir in der zweitletzten Runde vor dem Quali das erste Mal überhaupt ganz durchgedriftet. Und haben dann eigentlich wirklich das Quali survived auf dem 9. Platz. Wir waren mega zufrieden, gewesen, aber sicher nicht so, wie wir das erwartet haben. Over three practice sessions. First one was of course the scariest one, you know, because we have a fifth gear full throttle entry on the start and finish straight line. Third practice was pretty good. We had some good lead runs, so we're on the qualifying line. A shallow mistake in the first corner, but anyway, it happens, and let's go for tomorrow qualifying. So day 2 is over here at Tsukuba Circuit at the FIA IDC 2019.
Was a bit a challenging day. We start good in the morning, but we still have some problems with the setup, let's say, because the track is very fast. There's a lot of grip on the track, so we're a bit struggling with the car, but we're on the right way. We ended up in qualifying on 9th place, which means we're in the show for tomorrow's top 16, and yeah, let's go for the win. There's only one chance we have. Nach 2018 sicher eine Enttäuschung, wenn man nicht den obersten Dritt auf dem Podest erreicht. Ein Fahrfehler, aber natürlich auch ein Fahrzeug oder eine Strecke, wo man hart am Limit fahren musste. Ja, das nagt einem. Das schießt ein bisschen an, ich glaube, das darf man so sagen. Aber ich möchte wieder mal Danke sagen an unser Team, an alle, die uns unterstützt haben. Toyota für die riesige Unterstützung, dass wir diese Triple-Probe machen können. Japan, wir können nicht. He drove with his heart. So that's the most important thing. He showed passion and commitment, and that's really the basic line that must be. So he hit all. I'm a fan of him, and I hope that he continues to grow because we need a guy like him in our circus. And what really blows my mind about Eve is that he's only drifting for 2 years, and I think that the future is very bright for him. He's a really nice guy with an amazing team, and I can't wait to see what the future has in store for him. So, great job. To see you when the day is done, though my journey has just begun. We should have lived a life together in your warming sun. We should have loved each other, baby. Oh, what could I have done? Feeling cold, just want to spend some time together. In 2016 bin ich das erste Mal in Long Beach auf der Tribüne gesessen, wo der Chris Dubs damals Formula Drift gefahren ist. Für mich war von Anfang an klar, es gibt nur das. Wenn es irgendwo ein Ziel gibt, dann müssen wir einmal bei so einem FD-Event am Start stehen. Und das ist jetzt soweit, das ist unglaublich. Drift Force, unser Schweizer Team, geht mit zwei Autos, der Josh in der Pro 2 und ich in der Pro-Kategorie, über. Wir gehen worldwide, wir gehen global und ja. Sicher gibt es nächstes Jahr auch wieder ein Movie. Sind dabei, schaltet ein, es wird geil.
Yeah, so after the show is before the show, and I really went out here, so we have to make sure we can drive again next week. So we help the local guys a bit, painting the track. So I have to say, let's get the rasen beschütten. Urtrock. It's schon gefährlich, wenn hier ein Auto rausfährt, dann fährt es gerade an vom Rücken. Jo, was ist das? Nicht schon wieder. Etwa 56% Feuchtigkeit. Und ist Importgras. Ist nicht Import? Wo? Nicht Deutsches. Deutsches? Nein, Tschechien, Polen. Hey, good morning, guys. Morning. Good morning. Hat jemand das gehört? Nein. Hey, was? Geh mal. Hey, good morning, guys. Mm.